Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Riding Tales auf dem Handy. Leute, heute kommt Horse Riding Tales auf dem Handy und nicht auf Steam. Steam kommt wieder nächsten Sonntag, denn Leute, wir wollten ja noch eine Mystical Whistle aufmachen. Ich habe euch nicht vergessen, ich habe es nur leider eher nicht geschafft, deswegen kommt das Video heute. Und können wir mal ganz kurz drüber reden, wie cool der Sattel ist von Flurry Heart. Den Sattel, den habe ich mal in der Bonus-Chest bekommen vom Clubby und ich liebe ihn. Bevor wir jetzt eine Mystical Whistle aufmachen, müssen wir uns kurz vorbereiten. Letztes Mal waren wir nicht gut vorbereitet und wir hatten keine freien Boxen. Das Problem an dem Ganzen ist, Foxy hat es irgendwann geändert, dass man ständig irgendwelche Boxen geschenkt bekommt. Und ja, was soll ich sagen? Hier sind alle Boxen belegt von Pferden, die ich gerne behalten möchte. Zumindest fast alle oder alle. Und wir müssen, bevor wir jetzt eine Mystical Whistle aufmachen, erstmal die Boxen löschen, die wir nicht mehr brauchen. Denn ansonsten müssen wir für mega, mega teuer eine Box kaufen, falls wir das Pferd behalten wollen, das wir in der Mystical Whistle haben. Wir gucken natürlich gleich nach, was ich theoretisch für ein Pferd haben möchte. Und ja, so die Rarities, ne? Also wie viel Prozent Chance wir auf ein Fantasy und auf ein Epic haben, das machen wir sofort, nachdem ich hier ein paar Ställe gelöscht habe. Wobei, Leute, ich diesmal sogar noch einige Stelle frei habe, was richtig cool ist. Und wo ist mein Pferd? Okay, Pferd weggeglitscht. Ich hab sie wieder geholt, die kleine Flurry Heart. Ist auch so lustig, ne? Weil ich hatte, glaube ich, an McFlurry gedacht und nicht an Furry Heart. Von My Little Pony. Egal, Leute, ist nicht so schlimm. Hier haben wir mega, mega viele. Die müssen wir jetzt auch alle noch wegmachen. Und Leute, dann hätte ich gesagt, sind wir richtig, richtig gut vorbereitet. Wir gucken jetzt trotzdem mal ganz kurz nochmal rein. Ich überlege nämlich jetzt schon die ganze Zeit, Leute, ob ich meinen King Sombra hergeben soll, dass ich hier in diesem zweiten Stall, Leute, das Pferd drin habe. Denn hier auf diese alle kann man halt mega, mega leicht draufklicken. Theoretisch könnten wir auch Scootaloo hergeben. Leute, denn ich reite keine Pferde, die keine Flügel haben. Wir könnten theoretisch auch Shadowbolt hergeben, aber bei ihm ist das Problem, den glaube ich gibt es so nicht. Den glaube ich gibt es nur bei VIP. Und Scootaloo könnten wir theoretisch ständig fangen. Jetzt wartet mal ganz kurz. Die Stats sind auch richtig schlecht, Leute. Oh mein Gott. Wisst ihr was? Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz bei ihm vorbei. Oh Gott, seine Stats sind auch richtig schlecht. Oha. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir trennen uns von Scootaloo. Denn, Leute, das ist IQ Blade 3000. Wenn ihr ein Pferd verkauft, das halt ne in den ersten Boxen ist, könnt ihr auf das neue Pferd easy einfach draufklicken. Ich hätte gesagt, wir machen das jetzt immer so, bis wir irgendein cooles Pferd bekommen. Und wartet, sell. Jawohl, so, jetzt ist nämlich der Stall hier und wir gehen jetzt ganz kurz rein, machen, Moment, Horses und gucken uns ganz kurz die Pferde an. Ich wünsche mir natürlich ein Fantasy-Pferd und was ich mir wünsche, Leute, ist, Moment, ich zeige euch ganz kurz das Pferd, das ich mir wünsche. Dieses Pferd. Ich möchte dieses Pferd, den Flea-Bitten-Araber. Die Chance, den zu bekommen, ist aber halt mega, mega gering. Und ich möchte ihn nicht in Epic, denn wie gesagt, Epic-Pferde, ich reite Epic-Pferde eh nicht. Ich möchte ihn hier oder sie hier haben. Wenn ich sie nicht bekommen kann, hätte ich gerne, Moment. Ein paar Sekunden später. Sie hier. Oder, jetzt wartet ganz kurz, sie. Das sind meine vier... Wie viele Pferde habe ich euch jetzt gezeigt? Ich bin maximal lost, Leute. Aber das sind meine absoluten Favorites. Die hätte ich unfassbar gerne. Da würde ich definitiv durchdrehen. Jetzt gucken wir uns natürlich noch die Rarities an, Leute. Wir haben leider Gottes eine 60-prozentige Chance auf ein episches Pferd und nur 40% Fantasy. Ich sag's dazu, Leute. Ich finde es immer noch mega, mega frech hier, wie viel man eine Chance auf ein episches Pferd hat. Denn, Leute, wenn wir uns jetzt angucken, was die Gems kosten, wir müssen 750 für eine Whistle zahlen, wenn wir die im Angebot kaufen. Das heißt, wir brauchen 750 Gems. Dafür müssen wir 40 Euro ausgeben und können zwei Whistles aufmachen. Das heißt, jedes Pferd kostet 20 Euro. Und für 20 Euro kann ich mir mein Pferd nicht aussuchen. Und wenn ich Pech habe, bekomme ich ein episches Pferd, Leute. Das ist richtig krass.
Deswegen, Leute, mache ich im Moment nicht mehr oder nicht viele Mystical Whistles auf, weil ich persönlich glaube, dass es sich einfach für euch nicht rentiert, eure hart verdienten Gems oder vielleicht auch, wenn ihr die gekauft habt, für die Mystical Whistle rauszugeben, außer euch ist egal, ob ihr ein episches oder ein Fantasy-Pferd bekommt. Ich bin jetzt, Leute, mega gespannt, was wir in unserer Mystical Whistle haben. Wie gesagt, ich hoffe einfach so sehr, Leute, dass wir ein Fantasy-Pferd bekommen. Ich hätte gesagt, wir legen los. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, was glaubt ihr, was wir bekommen? Also ein episches Pferd oder ein Fantasy? Und was glaubt ihr, was für eine Rasse und Farbe es sein wird? Ich hoffe natürlich auf ein Fantasy-Pferd und ich habe keine Ahnung, was es für ein Pferd sein könnte. Ich schätze jetzt einfach, dass ich einen Clydesdale bekomme. Ein Fantasy-Clydesdale, schätze ich einfach. Why not, Leute? Würde ich mich auch mega freuen. Wir legen los, wir tun's. Oh mein Gott, purchase complete. Oh Gott, Leute, was wird drin? Oh mein Gott, es ist ein Legendary. Wir haben ein Legendary. Oh mein Gott, wir haben ein Legendary. Oh mein Gott. Was? Nein. Ich? Oh mein Gott, Leute, ich bin in Tränen nahe. Ich weiß, ich übertreibe wieder. Falls es euch gefällt, gebt doch sehr, sehr gerne ein Like. Ich schätze mal, 50 Dislikes sind jetzt schon mal reingetrudelt, weil ich mich so sehr gefreut habe. Ich bin so glücklich. Oh mein Gott, Leute, wenn ihr mich jetzt sehen könntet, ich zittere am ganzen Körper. Ich bin vollkommen hysterisch. Die Chancen waren so gering, dass ich eines meiner drei absoluten Lieblingspferde bekommen werde. Und es ist passiert. Ich habe eins meiner drei Lieblingspferde gezogen. Und Leute, dadurch, dass wir die Box abgerissen haben, müsste sie jetzt eigentlich in der dritten Box sein, wo ich sie einfach immer easy anklicken kann, wenn ich in den Stall gehe. Leute, ich kann es ehrlich gesagt absolut nicht fassen. Es ist einfach nur wundervoll. Es ist einfach nur wundervoll. Okay. Dadurch, dass wir jetzt gerade so unfassbar viel Glück haben. Ich bin vollkommen fertig. Hätte ich gesagt, wir machen noch die beiden Chests auf. Die 4-Hour und die 10-Hour Free Chest. Denn wenn wir jetzt gerade schon so viel Glück haben, vielleicht bekommen wir ein paar Gems zurück oder bekommen Race-Tickets oder irgendwas anderes Cooles. Ich hätte gesagt, wir gucken einfach mal rein. Wir bekommen Jewel, Äpfel und ein weiteres Pferd. Okay, das war nicht so cool, Leute. Vielleicht bekommen wir in der 10-Minute-Free-Chest was Cooleres. Und wir bekommen Stone. Ja, Stone ist, hätte ich gesagt, nicht so schlecht, oder? So, wir skippen hier ganz kurz durch. Und Leute, guckt euch das an. Hier ist unsere kleine Maus als drittes Pferd. Ich kann euch das wirklich empfehlen, falls ihr in der ersten Reihe Pferde habt, die ihr eh nicht reitet. Löscht die einfach und macht dann da eure Whistles auf. Egal, ob die Bronzen oder die Wooden, egal, was ihr euch für ein Pferd wünscht. Und löscht dieses Pferd dann einfach so lange, bis ihr das Pferd ganz vorne habt, dass ihr wirklich immer reiten wollt. Und Leute, ich bin vollkommen hysterisch. Es tut mir so wahnsinnig leid, aber die Leute, die mich gucken, seitdem ich Horse Riding Tales spielen, wissen, dass es drei Pferde gibt, die ich mir so unfassbar gewünscht habe. Das ist der Charmed Pegasus, der Floral Pegasus und eben der Fleabitten Pegasus. Alles drei Araber. Und ich habe meinen Floral Araber jetzt gerade bekommen und das ist für mich einfach so unfassbar toll. Und falls ihr da draußen auch eine Mystical Whistle aufmacht, wie gesagt, gebt nicht euer hart verdientes Geld aus oder das hart verdiente Geld eurer Eltern. Aber man kann sich die auch zusammensparen. Drücke ich euch so fest die Daumen, dass ihr euer Wunschpferd bekommt. Mein Wunschpferd hier braucht noch einen Namen, Leute. Und den könnt ihr vergeben. Der Name muss wie immer My Little Pony sein. Wir könnten theoretisch den Floral Araber Namen nehmen, den wir schon haben. Die kleine Maus steht hier hinten und sie heißt Cherry Lee. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, irgendwie braucht mein Floral Pegasus irgendwie noch einen cooleren My Little Pony Name. Falls ihr einen Namen habt, schreibt ihn jetzt in die Kommentare im nächsten Video oder im übernächsten. Ich weiß es noch nicht genau, Leute. Es kommt drauf an, wann ich die Kommentare alle durchlese und mir einen Namen aussuche, werden wir die kleine Maus benennen. Und dann werdet ihr mich vermutlich nur noch auf meinem Floral Pegasus sehen. Der, wie gesagt, hier neben King Sombra und Pinkie Pie jetzt im Stall steht.
dass ihr noch was zu lachen habt. Am Ende dieses Videos werden wir jetzt noch ein Multiplayer-Race gehen. Wir gucken mal, welches... Twilight Sparkle ist richtig am Start. Oh, Trixie ist krass mit 17 diese Woche wieder. Oder ich hatte diese Woche schon ein Video gemacht, ne? Da bin ich auch mit Trixie gegangen, weil ich glaube, Trixie ist the way to go hier. Guck mal, sie hat 12 Kontrolle. Alter Vater. Aber ich glaube, Leute, Trixie ist einfach die krasseste. Bei Trixie läuft halt einfach richtig. Da kann man halt nichts machen. Bei Cadence läuft diese Woche gar nicht. Ich hätte gesagt, wir gehen mit Trixie und los geht's. Und dann werden wir gerade schon reingezogen. Ich habe wieder die Bubble. Alter, richtig nice. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Competition ist auf jeden Fall am Start hier mit einem Fantasy-Pferd. Und wir sind viel langsamer. Als ob sind wir langsam. Wir sind viel langsamer, aber sie ist da dagegen gedutscht. Lauf, Trixie! Okay, heute... Oh Gott, ich kann nicht lenken. Oh nein, bitte nicht wieder der Lenkglitch. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich möchte nicht. Ich hab... Oh, Gottes Willen! Habt ihr das gesehen? Die Trixie so... Oh Gott, sie wird uns ins Verderbnis stürzen. Lass mal kurz abbiegen. Sehr gut, Trixie. Trixie und Cadence sind halt so die Pros, ne? Also ich so der absolute Obernoob sitze hier drauf, halte mich nur fest und hoffe, dass ich nicht sterbe. Und meine Mädels, oh Gott, warum bin ich denn jetzt nicht gesprungen? Ich bin einfach durchgerannt, habt ihr das gesehen? Gott sei Dank hatte ich so eine Bubble, Alter. Ohne diese Bubble wäre ich jetzt wahrscheinlich hängen geblieben. In den nächsten 10 Jahren würdet ihr mich, oh Gott, springen! Würdet ihr mich da immer noch da drin finden, ehrlich gesagt, vermutlich. So, wo ist eigentlich die Sandy? Ja, die hängt noch in den Boxen. Kannst du dich noch erinnern, damals in dem einen Video... Da hat sie mit Trixie ist die da geritten und da hing sie da in dieser Box und da hängt sie heute noch. Okay. Bis jetzt haben wir die andere outplayed, obwohl die theoretisch, glaube ich, schneller ist als wir. Und jetzt dürfen wir nur hier nicht reinscheißen, Leute. Ja, haben wir natürlich. Haben wir natürlich reingeschissen, weil ich einfach jetzt hier, bisschen wieder rumgeflext habe und dann, ne, was passiert mit Flexern? Die kriegen eine auf die Fresse quasi. Whoopsie-daisies. Aber ich glaube, das haben wir gewonnen. Ich hätte gesagt, das ist Erfolg auf kompletter Linie. Meine Trixie hat mal wieder delivered. Wir haben 1,31. Das ist schlechter als letztes Mal. Ich glaube, letztes Mal hatten wir eine Zeit von 1,30, oder? Wir bekommen wie immer 150 Glückpunkte und 5 Black Pearls. Und ich kann mich nicht erinnern, ob ich so viel Glück in einem Video bis jetzt in meinem Leben hatte. Ich glaube nicht. Dann war es aber mit dieser Folge von Horse Riding Tales auf dem Handy. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst uns jetzt gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!